Das Thema ist wieder ein Giftköder. Das Thema ist, mein Hund hört nicht auf zu fressen. Das Problem ist ja, dass diese Giftköder nehmen sie ja auf dem Spaziergang. Jede Minute zählt. Du siehst jetzt schon vom Schnüffeln her ist ein Unterschied. Lass es! Und weiter geht's. Wie weit der Hund sich gefestigt hat im neuen Zuhause, kann man bereits mit dem Antifresstraining beginnen. Klasse! Gut gemacht! Es gibt auch die Möglichkeit einer App, Giftköder, Radar heißt diese. Die ist unabhängig von allen anderen und gibt an, wo welche Giftköder gefunden wurden. Wir können die Menschen, die die Giftköder auslegen, die unseren Hund schaden wollen, nicht ändern, nicht fassen. Aber wir können unsere Hunde durch unser Training schützen davor, dass sie diese Giftköder aufnehmen. Ohne das Kommando. Die Kinder sollten nicht zu jung sein. Das heißt, mit 2-, 3-, 4-Jährigen wird es schwierig. Aber ab Schulalter, das heißt 6-7 aufwärts, können wir unheimlich viel schon zusammen erreichen. Es ist natürlich einfacher, zu Hause mit eurem Hund zu spielen, wenn kein anderer Hund dabei ist. Aber das ist die Aufgabe auch hier, wenn andere Hunde auf dem Spaziergang begegnen, euch ja auch andere Hunde, dass die Hunde sich trotzdem auf euch konzentrieren. Wir haben das Problem, dass der Hund so eigentlich recht gut hört. Und wir haben es aber beim Leinelaufen, dass er unheimlich zieht. Und das ist für ihn eben sehr anstrengend, wo er wirklich sagt, so Mama, das Spazieren macht keinen Spaß, sondern diese halbe Stunde war wirklich einfach kräftezehrend, Hund gegen Kind. Und dann hat er wirklich gesagt, wir müssen irgendwas machen und was kann man machen. Und da hat er recherchiert in den Ferien, was könnte er mit dem Hund machen, dass er nicht mehr an der Leine zieht. Hat im Internet Filme geguckt, hat es zu Hause ausprobiert, kam nicht so ganz damit zurecht. Und hat dann gesagt, Mama, Mensch, gibt es irgendwie eine Hundeschule? Und da haben wir recherchiert und die Hundeschule gefunden. Die meisten Fähigkeiten, die Kinder mitbringen müssen, sind eigentlich nur gute Laune und ihren Hund. Wenn ihr eure Hunde an der Leine habt, lasst sie nicht an andere Hunde dran. Ihr habt das jetzt bei den beiden bemerkt. Wenn die an der Leine sind, gibt es ganz oft Streitereien zwischen dem Hund. Die Eltern können ihren Kindern helfen, indem sie sich teilweise einfach ein Stück zurücknehmen. Indem sie ihren Kindern auch wirklich mal freie Hand lassen, zwar ein Auge drauf werfen. Die Kinder sollen das nicht komplett alleine machen. Aber wenn das Kind mit dem Hund arbeitet, auch wenn es Fehler macht, sich einfach mal ein Stück zurücknehmen, kurz und knapp eigentlich, damit die Kinder lernen, mit dem Hund umzugehen und der Hund lernt, auf das Kind zu hören und es ihn als Partner zu sehen. Letzte Woche war die Hausaufgabe mit dem Hund spielen. Heute ist die Hausaufgabe die Übung Sitz, bleib und sobald der Hund da ist, auch wieder spielen. Sonst fangen wir mit der auch jetzt im Tagesstab an, die über Nase runterzuziehen. Für Trickdog kann man eigentlich alle Hunde begeistern. Gut. Jetzt jedes Mal, wenn sie die Pfote hier hoch, sagst du dazu schämlich. Damit wir das von dem Zeichen auf dem Wortkommando kriegen. Im Trickdog-Bereich nutzen wir beides. Wir nutzen Gestiken als Kommandos, genau wie Wortlaute als Kommandos. Nein. Ja, jetzt war gut. Du hast richtig gesehen, der hat nicht so, sondern hat diesen Klick drin gehabt. Da! Ja. Genau. Und jetzt ist er im Tritt. Wir gehen im Trickdog individuell auf jeden Hund bzw. auch der passende Mensch dazu mit ein, sodass die Tricks individuell auf den Hund abgestimmt sind. Beim Trickdog ist regelmäßiges Training wichtig. Regelmäßig heißt aber nicht unbedingt täglich. Es gibt Hunde, wenn man täglich mit denen trainiert, die sagen, ich habe keine Lust mehr dazu, weil man zu viel trainiert. Es gibt aber auch Hunde, wenn man nur 1, 2, 3, 4 Mal die Woche trainiert, denen das zu wenig ist. Sie werden sowas wie Socken ausziehen, die Jacke ausziehen. Das heißt, die Hunde lernen wirklich diesen Schnipsel zu nehmen und einem die Jacke auszuziehen. Schnürbänder aufmachen, Schubladen auf- und zumachen, durch eine Kartonwand springen. Wirklich eine geschlossene Kartonwand. Die Hunde, die springfeucht sind, wurden ja. Im Trickdog nehmen die Hunde auf und überraschen ihre Besitzer mit ihren unerkannten Talenten.